Für mich war die Amputation sofort klar, weil ich sofort gewusst habe, dass mit der Amputation so viele positive Sachen auch in mein Leben kommen. Ich bin seit meinem 11. Lebensjahr eigentlich zu 50% schon behindert. Und natürlich konnte ich ein bisschen joggen, ab und zu mal kurz laufen, aber ich hatte immer Schmerzen. Für mich war das jetzt eigentlich keine Horrornachricht, sondern eher eine Art Befreiung und neuer Lebensabschnitt. Und ja, natürlich, jetzt habe ich mein Bein verloren, das ist ganz schrecklich. Es ist natürlich auch schrecklich für mich. Also ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, das ist jetzt alles so toll. Nur dadurch, dass mich das mein ganzes Leben schon begleitet hat, ist es halt einfach für mich eine Verbesserung. Insgesamt bin ich ein sehr aktiver Mensch. Also noch aktiver als vor der Amputation. Und die Perspektive Sport, das ist für mich einfach die Erfüllung, kann man sagen, ja. Letztens nach meinem Orthopädietechniker bin ich zu meinem Auto zurückgegangen und habe mich in den Spiegel gesehen. Und es war ein interessanter Moment für mich, weil es mir wirklich so vorkommen ist, als wäre es immer schon alles darauf hinausgelaufen, dass das einmal so ist in meinem Leben. Für mich gibt es ja wirklich nicht viel Negatives zum Sehen.